Nach der Bundeswehr, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt mal zu den Veranstaltungen, die wirklich immer Spaß machen. Zum letzten Bullen zum Beispiel oder Weißensee oder Doctor's Diary. Das sind ein Krimi, ein Familiendrama, eine Comedy. Frau Hundgeburt ginge zum Beispiel. Ganz unterschiedliche Serien, aber alle haben sie zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, jede von ihnen ist so gut, dass sie auf ihrem Feld zeigt, wo ganz oben ist. State of the Art, wie der Bayer sagt. Ne? Und zweitens, aus jeder der drei ist ein Hauptdarsteller für den Blauen Panther nominiert. Und zwar in der nächsten Kategorie. Bester Schauspieler, Serien und Reihen. Florian Lukas. So, Name? Sind Sie gerne Schutzpolizist? Ich würde gerne mal mit Ihnen ausgehen. Ich glaube, das hat keinen Sinn. So, eine ziemlich gute Voraussetzung für einen netten Abend. Feines Liebchen hast du da angelangt. Was haben wir vor? Sag mal, willst du rüber? Sorg dafür, dass Sie keinen Unsinn machen. Bin schwanger. Wir kriegen ein Kind! Euer Kind soll ja auch nicht im Heim aufwachsen, oder? Ich gehe jetzt lieber, bevor ich dir vor die Füße kotze. Idealistisch und schwanger, das ist eine Scheißkombination. Es reicht nicht, wenn man sich liebt. Was soll denn sonst reichen, wenn ich liebe? Henning Baum. Hey, Häuptling! Für geschlossene Räume brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss. Ja, für geschlossene Räume? Wer sind Sie? Ich bin hier sowas wie der letzte Bulle. Willst du Streit mit Fabio? Treib's nicht zu weit, Briscoe. Ich mach das lieber auf meine Weise. Du warst mit der Sache hier anscheinend komplett überfordert. Nö, gelangweilt. Ich bin eher wie ein Hai. Hier, Meißner. Von moderner Polizeiarbeit hast du keine Ahnung. Dafür hab ich was, was so einem Lackaffen wie dir leider völlig abgeht. Und das wäre? Eier, Andreas, Eier. Florian David Fitz. Krause. Meier. Was suchst du? Das Klo. Muss Hasen zahlen. Ich hab keinen Bock, die ganze Scheiße bei dir alleine zu machen. Olivier. Oh, lass mich. Bringt doch eh nichts. Bei der schließ mal lieber ab. Die wird schnell aufdringlich. Ich werde jetzt nicht versprechen, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen werde. Und jetzt noch kurz was gegen die Übelkeit. Geht's besser? Gut. Wenn es deinem Vater noch mal irgendwie schlecht geht. Wer so ein bisschen gereizt ist, einfach hier anrufen und ich leiste dann sofort erste Hilfe. Bester Schauspieler, Serien, Reihen. Das ist die Entscheidung der Jury. Der Blaue Panther 2011 in der Kategorie Bester Schauspieler Serie geht an Henning Baum. Ja. Glückwunsch. Das ist eine ganz, ganz große Freude für mich, dass ich den bekomme. Das ist jeden Tag hart erkämpft, wenn wir da hingehen. Das ist ja nicht so, dass man da eine gute Idee hat und zack, läuft das von selbst. Sondern man muss jeden Tag darum ringen. Und dieses ganze Team, die haben sich alle dafür eingesetzt. Ich kann nicht allen danken, das würde zu lang dauern. Aber es zeigt sich, dass ein Geist, der ist vorhanden. Von ganz oben, vom Sender über die Produktion bis eben zu uns vor Ort, wo wir einen Film drehen. Und das ist die Bereitschaft, auch ein Risiko einzugehen. Denn wir riskieren auch Fehler zu machen. Wir machen das auch manchmal. Und auch das Vertrauen, was man uns gegeben hat. Man schenkt uns Vertrauen. Und deswegen können wir überhaupt so arbeiten. Und ich verneige mich wirklich ganz herzlich vor meinen Kollegen. Mein festes Ensemble. Ohne die gäbe es überhaupt kein Vertun. Da würde ich heute nicht hier stehen. Die haben eine solche Spielfreude und es ist eine solche Lust, mit denen jeden Tag das zu erarbeiten, dass ich mich schon wieder, also ich freue mich darauf, wenn es bald wieder losgeht. Ich danke Ihnen und schönen Abend und Glück auf.